Ja, wie ihr beim BMW 46 das Scheinwerferglas auswechseln könnt, funktioniert ganz einfach. Wenn ihr das Scheinwerfer ausgebaut habt, ist das Glas ja sozusagen hier vormontiert. Das Einzige, was ihr machen müsst, müsst ihr sehr vorsichtig dabei sein, sonst könnt ihr diese Plastikgriffe abbrechen. Ich habe das mit so einem ganz kleinen Schlitzschraubenzieher ganz locker hier gelöst. Hier sind sozusagen was das Glas fesselt, hochgemacht, hier hochgemacht, dann habe ich hier ein bisschen seitlich hochgehebelt und hier habe ich ebenfalls ein Stück nach oben gemacht und unten ist das gleiche mit diesen Plastikstücken. Und dann habt ihr das Glas draußen. Aber seid sehr, sehr vorsichtig, weil sonst könnt ihr diese Plastikstücke abbrechen und das würde ja richtig ärgerlich sein. So sieht es halt aus, wenn das alles vormontiert ist, also befestigt ist, müsst ihr sozusagen das alles hochmachen, Stück für Stück. Hier sind drei und unten sind ebenfalls drei Stück. Einmal hier oben. Ne, hier ist gar nichts, sondern hier vorne müsst ihr dann hochheben. Und hier vorne. Und seitlich auch ein bisschen anheben mit Schlitzschraubenzieher, aber seid sehr, sehr vorsichtig damit. Und ja, hier ebenfalls lösen. Und dann kriegt ihr das hin. Also kurz gesagt, hier lösen, hier lösen, hier lösen, hier lösen. Und dann die unteren zwei noch. Zack und zack.